Irgendwie ist die Schmelzgranate in diesem Spiel ja gar nicht mal so geil. Sonst hätte ich die schon längst auf Stufe 5. Schätze ich mal. Ich meine, bei den Todesagenten bin ich ja jetzt schon fast Stufe 3 und hier dümpel ich immer noch irgendwo bei Stufe 3 rum. Oh nee, ey. Jetzt leckt's schon wie. Jetzt lass mich diese eine Map noch fertig machen, du. Oh Mann. Okay. Okay. Ja, danke. Können wir das Gameplay jetzt anhalten? Ich habe eigentlich schon vor einer halben Minute auf Start gedrückt gefühlt. Cut. So. Jetzt ist es so lang gut gegangen und auf einmal meint das Spiel, es müsste jetzt wieder anfangen zu laggen. Das finde ich super geil. Also, das Spiel meint es ja gar nicht. Ich beschuldige immer das Spiel. Der Grabber halt. Weil der scheiße ist. Mann. Irgendwann ist er mal gut. Der Jägerwerfer. Habe ich auch gefühlte 10.000 Jahre nicht mehr benutzt. Aber ich finde den auch einfach gar nicht mal so geil. Also. Wahrscheinlich. Gut, wir haben jetzt schon wieder 11 Raritanium. Davon können wir was aufrüsten. Die Frage ist, was rüsten wir denn auf? Den Groovitron? Nee. Der hat D-Verpixler. Eigentlich die Kreisklingen. Die Kreisklingen hätten es schon verdient. Die Frage ist, gibt es für die Kreisklingen noch irgendwas, was sich lohnt? Gut, da unten raus ist ja wieder Feuerrate. Also Feuerrate lohnt sich eigentlich für die Kreisklingen immer. Der Lavasitor. Ach Moment, das ist hier der Dings, ne? Der Pyro-Dings. Ah Mann. Warum heißt der jetzt Lavasitor? Bonus-Raritanium. Ja, komm, machen wir einfach mal. Den müssen wir auch noch voll aufrüsten. Lavamorph Isotope. Die von Lavamorph-Partikeln verursachten Explosionen erzeugen noch gefährlichere Glutbrocken. Verdammt nochmal. Diese Waffe ist echt heavy. Mittlerweile, wahrscheinlich. Und den Plasmastürmer kann man ja auch mal aufbessern. Der kritische Trefferschaden ist auf jeden Fall extrem wichtig bei dem Ding. Weil sonst bringt einem das auch gar nichts. Okay. Kann ich jederzeit anhalten? Ja, kann ich. Oder? Kann ich da von... Nee, der... Okay, der geht dann automatisch zurück. Okay, dann muss ich es einmal durchdrehen. Okay, noch weiter. Okay. Jetzt ist es eingehakt. Okay. Gegen euch hilft bestimmt... Le Kreisklinge. So, da vorne ist der Goldbolt meines Vertrauens. Den kriege ich schon irgendwie. Habe ich was verpasst? Ich habe was verpasst, verdammt nochmal. Da oben ist auch noch ein Goldbolt. Die Frage ist, wie kommt man denn da dran? Ah, verdammt nochmal. Game, hör auf mich zu trollen. Okay. Holen wir uns erstmal das, was uns zusteht. Oh nein. Oh, das ist jetzt doof. Oh, das ist jetzt ganz doof. Ich mache euch alle kaputt. Okay. Die Kreisklingen sind wirklich gut. Also. Respekt. Okay, dann einmal wieder hoch. Einmal wieder so. Ah, nein. Ah. Ist das der Weg, den ich gehen muss? Oder geht vielleicht auch noch ein anderer Weg? Mal hier hoch. Ja, okay. Hier kann ich auch einfach lang gehen. Das wäre vielleicht auch eher anzuraten. So, die Frage ist natürlich immer noch, wie komme ich an den anderen Bolt dran? Aber das ist erstmal egal. Holen wir uns erstmal den hier. Ja, ein Erfolgserlebnis muss ja auch mal wieder sein. Das Schlimme ist, wir sind wirklich, glaube ich, sehr, sehr kurz vor dem Ende. Ich meine, wir haben 23 von 28
Wir haben eher auf einigen Planeten welche, die wir noch nicht gesammelt haben. Von daher kann da ja nicht mehr viel kommen. Das ist ja das Schlimme und Ärgerliche und Doof und... Mann. Okay, von hier aus kommen wir dann nicht hin. Aber wie kommt man denn zu diesem einen Goldbolt da? Ist ja interessant. Na gut, das wird sich dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Oh. Na komm. Okay. Wunderschön. Okay. Hier ist soweit auch nichts mehr. Oh nee, nicht schon wieder so ein Kack. Okay, erstmal Mr. Zuckern und dann die Todesagenten. Na los! Geht mir auf den Sack mit eurem verdammten Testlabor. Okay. Nun. Okay, jetzt habe ich das Schlimmste erwartet und habe das Harmloseste bekommen. Danke, Spiel. Danke fürs Hardcore-Trolling. Ich liebe dich auch. Oh, das ist nicht gut. Das ist alles nicht gut da vorne. Oh, jetzt habe ich die Todesagenten runtergeworfen. Okay, ich brauche... Ich weiß nicht, was ich brauche. Ich brauche irgendwas, was Wumms macht, den Aggressor. Und dann hole ich mir zuerst mal dich, Foot. Komm. Yes! Stufe 4 Aggressor, Bitch! Weg mit dir. Ich will auch keiner haben. So, dann wieder zurück zu den Kreisklingen. Seid ihr nämlich dran. Fegitz. Ja, fuck, Fegitz. Au. Der teuerste Lord. What? Wie zum Teufel habe ich jetzt so viel Leben auf einmal verloren? Wie? Oh. Fucking shit! Gibt's doch nicht. Ja, das gibt's doch nicht. Warum könnte ich wetten, dass das Spiel noch mindestens einmal abstürzt? Warum könnte ich darauf wetten? Ich will ja jetzt nur noch diese Welt zu Ende machen, aber ich kann mit euch wetten, dass das Spiel noch mindestens einmal abstürzt. Und darauf habe ich jetzt schon keinen Bock. So, jetzt hole ich mir dich. Okay. Okay. Einmal den Groovinator. Und dann werdet ihr alle mit der Schmelzgranate weggebombt. Ich dachte gerade, das leckt schon wieder. Das Spiel macht mich echt paranoid. Okay. Zack, ihr bekommt die Schmelzgranate. Ihr Faggots bekommt die Kreisklingen. Verpisst euch. Mann. Hört auf mich. Out of fucking nowhere zu treffen. Ihr blöden. Oh, Mann. Ich raste aus. Jetzt kommt schon. Ihr könnt mich ja treffen, wie ihr wollt. Aber nicht out of fucking nowhere. Das ist ultra mies. Guck jetzt. Noch bevor du überhaupt. Ah. Hat er doch noch reagiert. Okay. Jetzt wieder Kreisklingen. Zack, 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 zack. Mehr Gewalt, weniger tanzen. Und ich bin schon wieder fast tot, verdammt nochmal. Gib mir das Nanotech.
Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg! Oh Gott, oh Gott! Oh mein fucking Gott! Ah, ich werde hier penetriert gerade! Weil die Typen direkt neben mir stehen, was soll die Kacke? Groovy John! Ah, au, aua! Okay. So viel zu euch. Dann fress den Todeshandschuh. Oh shit. Das ist ja auch noch. Okay. Fucking Helikopter. Oh Gott, nein! Wenn du denkst, es kommt nichts mehr, dann kommt da so ein Faggot um die Ecke mit seinem fucking Riesenschiff. Und belehrt dich eines Besseren. Und du hast keine Muni mehr, mit dem du ihn endgültig ins Nirvana schicken könntest. Warte mal, der. Nee, der Grasser ist noch kein Level 5, okay. Oh nein, es laggt wieder. Oh nein, jetzt nicht. Jetzt nicht, Spiel. Warum jetzt? Mann. Ah. Okay, okay, okay. Die Zeitverzögerung ist mal wieder extrem. Ich habe das Schiff schon lange abgeschossen. Danke, Spiel. So, und jetzt bin ich ins Pausenmenü gegangen und jetzt starte ich einmal nochmal das Programm neu, damit wir diese Welt nochmal einigermaßen ruckelfrei beenden können. Bis gleich. So, ich weiß nicht, vielleicht rege ich mich auch einfach mal manchmal viel zu schnell auf, aber ich finde, das ist schon berechtigt diesmal. Wir sind immer noch da, wo wir gerade eben aufgehört haben. Ich versuche ja so wenig wie möglich an Fortschritt, den ich mache, ja, nicht aufzuzeichnen. Also ihr wisst, was ich meine. Also quasi dadurch, dass das Spiel die ganze Zeit hängt, kann es ja auch mal passieren, dass ich irgendwas aufnehme und das seht ihr gar nicht, weil das Spiel meint, es müsste jetzt einfach mal komplett hängen und gar nichts mehr machen. So. Oh, beinahe wäre ich jetzt runtergefallen. Alter, hätte ich mich jetzt aufgeregt. So, okay. Gut. Dann gehen wir jetzt hier dran. Das sieht nochmal nach so einem dämlichen Testlabor aus, oder? Nee? Freiwilliger im Hoppehäschenraum geortet. Bereit machen zum Spiel mit niedlichen Nagern. Natürlich. Klingt gar nicht so schlimm. Berichtigung. Der Hoppehäschenraum wurde nach Sektor 12 verlegt. Leiter auf. Ja. Und Zerstückelungsprotokoll ein. War ja klar. Ja, kommt her. Kommt her! Fress die Todesagenten! Wir werden euch alle zerfetzen! Hab keine Chance. Boah, shit! Oh, das ist Massenabschlachtung hier. Boah, shit! Nigga! Oh, kacke, keine Muni mehr. Okay, dann bleibt mir die Kreisklinge. Okay, da habe ich auch keine Muni mehr für. Dann hätte ich da immer noch den Groovitron auf jeden Fall. In Verbindung mit der Schmelzgranate. So. Okay, das ging doch ganz gut. Test abgeschlossen. Danke für die Teilnahme am Gadgetron Waffentest. Der 10% Rabattcoupon wird innerhalb der nächsten 5 bis 7 Jahre verschickt. So, jetzt wo dieser Albtraum vorbei ist, suchen wir den Hoverboard-Parcours. Er muss ganz in der Nähe sein. Ich, ja. Hallo Menschi. Wie geht es dir? Und Clank hier bei Gadgetron. Ich bin Wendell Lumos. Ich bin Geschäftsführer dieses schönen Unternehmens. Ich bin ein großer Fan Ihrer Waffen, Mr. Lumos. Wissen Sie, Clank und ich arbeiten an der Rettung der Galaxie und brauchen eine Holo-Verkleidung. Ich fürchte, wir führen dieses Produkt nicht mehr. Diese scheußlichen Blag haben unsere Vorräte geklaut. Winzige Sicherheitsprobleme, nicht der Rede wert.
Wir haben ja noch den Prototypen, aber den gibt es nur als Preis bei unserem Hoverboard-Wettbewerb. Nehmen Sie noch Wettbewerber an? Natürlich, aber wie du siehst, haben wir ein kleines Überschwemmungsproblem. Die Blark haben heute früh den Damm bombardiert. Du hast nicht zufällig einen Hydro-Beamer, oder? Oh, ganz zufällig habe ich das. Lassen Sie mich mal einen Moment schauen. Ja. Sehr schön. Gute Nachrichten. Ich habe soeben erfahren, dass unsere Sicherheitsdrohnen alle Gefahren auf dem Hoverboard-Parcours beseitigt haben. Das bedeutet, wir können nun mit dem Wettkampf fortfahren. Darf ich dann ein Rennen fahren, ohne dass das Spiel sich aufhängt oder der Grabber sich aufhängt? Das wäre mega cool. Danke, lieber Gadgetron-Besitzer-Typi. Okay, Bronzepokal, Silberpokal, Goldpokal. Sowas ist es also wieder. War das auch damals? Nee, ich glaube, das ist neu. Ich habe total die Steuerung vergessen von dem Scheiß. Oh, 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 shit. Okay, so. Ah ja. Der Gewinner bekommt unser wertvollstes Produkt, einen Holo-Verkleidungsprototypen. Okay. Ratchet geht in Führung. Ui.